Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, Leute. Heute bin ich in Haibara. Das ist ein Ort in der Präfektur Nara. Mal so ein bisschen, ja, in den Osten rein. Ist super ländlich hier wieder, aber noch nicht ganz so ländlich wie das, was wir sonst so kennen aus den Vlogs. Wir werden jetzt uns aber auf den Weg machen zu einem sehr besonderen Schrein. Ich werde euch erzählen, wer da auch wohnt. Da wohnt nämlich, ja, man könnte sagen, ein Gott, aber gleichzeitig auch ein Tier. Relativ interessant. Da machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg. Wunderschönes Wetter und ich bin gespannt, was wir heute entdecken werden. Leute, es ist so unfassbar ruhig hier, ne? Wir sind jetzt wieder komplett irgendwo auf dem Land und es gibt mehrere Wege zu dem Schrein hin. Es gibt eine große Hauptstraße, da fahren super viele Autos lang. Also das heißt super viele, jetzt auch nicht so viele, aber halt Autos. Und ich habe mich ein bisschen für den versteckteren Weg entschieden, so ein bisschen hinten rum. Jetzt haben wir hier diese wunderschönen Felder im Hintergrund, gehen jetzt hier so ein bisschen in kleinere Straßen rein. Oh, ich bin schon wieder mega geflasht, ich bin gespannt. Es gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut bisher. Und mal gucken, was wir auf dem kleinen Weg finden. Hier, Leute, haben wir eine tote Gottesanbeterin gefunden. Kamakiri heißt sie auf Japanisch. Die hat wahrscheinlich das Auto erwischt oder das Auto sie. Und ich bin hier auf einer Straße, ne? Könnt ihr vielleicht sehen im Hintergrund hier, fette Straße. Es kommt so gut wie kein Auto vorbei. Ab und zu mal eins, aber nicht wirklich. Und bin umgeben von irgendwelchen Gesträuchern, Gewächsen, Bäumen, was weiß ich nicht alles. Und es ist relativ warm, obwohl es noch geht. Also wir haben 30 Grad ungefähr, haben aber hier ein bisschen Wolken. Deswegen ist es mal, wenn die Sonne rauskommt, super warm. Aber wenn die Sonne verdeckt wird, dann geht's eigentlich. Sind ja jetzt schon Anfang September. Das heißt, so langsam geht's in den japanischen Herbst rein und die Temperaturen werden echt angenehmer jetzt. Aber ich bin mal gespannt, wo dieser Schrein ist, Mann. Ich laufe jetzt hier schon Ewigkeiten rum auf so einer Straße. Wo ist denn der Schrein, Mann? Leute, ich habe ihn gefunden. Hier im Hintergrund ist er. Da ist der Yatagarasu Jinja. Da wollte ich die ganze Zeit hin. Den werden wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken, bevor ich euch erzähle, welcher Gott hier lebt und warum der hier lebt. Ist wirklich sehr ländlich gelegen. Wir haben hier ein paar Häuser drumherum. Wir haben da eine fette Straße, wo das Anfangstodii ist, aber auch in Feldern gehüllt. Also von der Atmosphäre her und von der Umgebung gefällt mir das Ganze schon mal sehr, sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, wie der von innen aussieht. Auf geht's! Thank you.
Das war jetzt der Yatagarasu Jinja. Und ihr habt euch vielleicht gefragt, was sollte denn eigentlich dieser Rabe bzw. die Krähe mit dem Fußball auf dem Kopf? Und genau da sind wir schon beim Stichwort. Das ist der sogenannte Yatagarasu, oder wie man jetzt hier im Hintergrund vielleicht auch hört, die Krähe. Und zwar eine heilige Krähe, die, wie ihr vielleicht gesehen habt, drei Beine hat. Ja, eine heilige Krähe, die drei Beine hat. Und das ist der Gott, der in diesem Schrein hier lebt. Und das ist auch der einzige Gott, der hier lebt. Diese Krähe hieß eigentlich mal anders. Also das war mal ein anderer Gott. Und dieser Gott hat sich dann in eine Krähe verwandelt, eine dreibeinige Krähe, um dem ersten Tenno Japans, dem Jinmu Tenno, den Weg nach Yamato zu weisen. Also, wie ihr vielleicht wisst, der Jinmu Tenno, der hieß auch früher mal anders, bevor er halt zum Tenno geworden ist. Die haben so viele Namen irgendwie gehabt und dann mega lange. Das kann ich mir auch alles nie merken. Auf jeden Fall hat er sich aus der Präfektur Miyazaki auf Kyushu von dort aus auf den Weg nach Yamato gemacht, um dort eben ja, das Land zu führen. Auf dem Weg ist er in den ein oder anderen Hinterhalt geraten. Sein Bruder ist auch gestorben dabei. Und er ist dann in der Stadt Kumano oder in der Region Kumano angekommen. Die liegt in der heutigen Präfektur Mie, ist wesentlich südöstlicher von hier aus, liegt am Meer. Und von dort aus hat er sich dann durch die Berge auf den Weg nach Kashihara gemacht, beziehungsweise Yamato, um sich im Kashihara Jingu, einem Schrein dort, da werden wir auch irgendwann nochmal hingehen, eben zum ersten Tenno Japans krönen zu lassen. Aber wie das natürlich immer so ist, der Weg ist natürlich beschwerlich und nicht ganz einfach und er kannte den Weg nicht so wirklich. Und dann haben eben die Götter aus dem Takamagahara, also der Himmelswelt, haben diesen Gott, der hier wohnt, haben dem Jinmu Tenno den geschickt und haben zu dem gesagt, jo, zeig dir mal den Weg nach Yamato, der braucht ein bisschen Hilfe. Und dann hat er sich eben in diese dreibeinige Krähe verwandelt und hat dem Jinmu Tenno dann den Weg nach Yamato gewiesen. Und der wohnt hier eben in diesem Schrein, ansonsten kein anderer Gott. Ist sehr schön, ist klein, aber fein der Schrein, würde ich sagen. Da war auch ein Mann, der hat da noch ein bisschen gearbeitet. Im Schreinbüro saß leider niemand. Ansonsten hätte ich vielleicht einen Oma Modi mitgenommen, aber da saß niemand, also ist nicht besetzt. Und da stand auch, ja, wir sind immer nur jeden Monat am 1. des Monats da. Ansonsten immer unregelmäßig und ja, wenn keiner da ist, dann gehen sie bitte wieder. Also nach dem Motto, alles klar. Aber so ist das hier eben in ländlicheren Regionen mit kleineren Schreien, da ist halt auch nicht immer so viel los. Ansonsten war hier auch wirklich niemand, also niemand ist hier außer mir und der Mann, der da oben irgendwo arbeitet. Aber trotzdem gefällt mir, vor allem der Ort gefällt mir, also von der Umgebung hier ist sehr, sehr schön gemacht, sehr schön ländlich, ist gut zum Spazieren gehen, vielleicht Anfang September noch ein bisschen heiß. Also das muss ich sagen, es ist mir schon ein bisschen warm. Das war's dazu. Ich habe eigentlich auch keinen weiteren Plan, aber ich werde mal gucken auf Google Maps, was es hier noch Interessantes gibt und werde noch ein bisschen spazieren gehen durch die Landschaft hier, ein paar schöne Aufnahmen machen und mal gucken, was uns noch erwartet. Im Übrigen, falls ihr euch fragt, warum der Rabe einen Fußball auf dem Kopf hatte, 2002 war ja die Fußball-WM in Japan und Korea, soweit ich weiß. Und die japanische Mannschaft hat irgendwie in dem Emblem diesen Yatagarasu verwendet. Und deswegen hat sich dann die Touristen-Agency hier in Japan gedacht, okay, es gibt ja den Schrein zu dem Raben, den wir auf dem Emblem verwendet haben, von den Trikots oder wo auch immer das genau war. Und ja, dann stellen wir hier einfach mal eine Statue hin. So, und deswegen steht er jetzt hier mit dem Fußballkopf oben drauf. Alles klar, Leute, ich werde jetzt auch erstmal was essen. Ich hoffe, das war interessant für euch. Deswegen, das hier ist auch so ein bisschen ein Gott, der einem den Weg weisen soll. Also wenn man irgendwann im Leben mal stecken geblieben ist, wenn man nicht weiß, wo es weitergeht, wenn man keinen Ausweg mehr sieht, dann kann man hier hinkommen und dafür beten, dass der Gott einem einen Ausweg zeigt, beziehungsweise den Weg in die richtige Richtung weist. Nun gut, Leute, das war es jetzt wirklich und mal gucken, was wir noch alles Schönes entdecken. Thank you.
ich bin einfach mal gelaufen. Wunderschön, wirklich. Die Gegend hier ist wunderschön, Leute. So viele Felder. Ich bin ein bisschen hochgegangen, so dass ich ein bisschen Übersicht von oben hatte. Habt ihr ja vielleicht gesehen. Wunderschön. Wirklich, diese Touren, die erden einen auch immer so ein bisschen, finde ich. Ne, zu Hause, man ist in der Stadt, man hat diese ganze Technik, man hat diese ganzen praktischen Dinge. Es ist direkt ein Supermarkt, alles da. Und wenn man hier durch die Gegenden läuft, durch das Land, dann und diese kleinen Gräber, vor allem, man sieht so viele kleine Gräber, ne, einfach auf dem Hügel oder so drauf, dann, finde ich, bekommt man immer einen Eindruck davon, wie die Leute auch früher hier gelebt haben und wie ruhig und langsam hier noch alles läuft im Vergleich zur hitzigen Stadt wie Osaka oder Tokio zum Beispiel. Nun gut, durch kompletten Zufall habe ich jetzt diesen Schrein hier im Hintergrund entdeckt. Ich wollte hier gar nicht hin, ich bin hier vorbeigekommen und sehe das und denke mir, was ist das? Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken uns den an. Denn wenn man durch Zufall einen Schrein trifft, dann heißt es meistens, dass man reingehen soll und gucken soll. Ich habe jetzt hier gerade gebetet an dem Schrein, gehe hier hinten hin und sehe da oben, dass da ganze 8 Querbalken sind. Die Leute, die schon ein bisschen mehr meine Videos verfolgen mit den Schreinen, die wissen, dass das höchste 10 Querbalken sind. Das hat die Sonnengöttin Amaterasu. Und 8 ist schon ziemlich, ziemlich hoch. Und dann habe ich hier lag eine Broschüre, ne? Habe ich geguckt, okay, wer wohnt denn hier? Was sind das denn für Götter? Hier wohnen 4 Stück, die ziemlich hochrangig auch alle sind. Einer unter anderem hat, als die Amaterasu im Felsen war, also die Sonnengöttin, ne, die wurde von ihrem kleinen Bruder Susanoo so richtig heftig geärgert. Dann hat sie keinen Bock mehr, hat gesagt, ich gehe jetzt in den Felsen rein. Ist in den Felsen reingegangen. Die ganze Welt versank in Schatten, ja, und es war dunkel, weil die Sonnengöttin und die Sonne waren ja weg. Und dann haben sich andere Götter, die im Himmelsreich gelebt haben, die haben gesagt, okay, wir machen einen Plan, wir veranstalten ein Fest, damit die Amaterasu neugierig wird und den Felsen wieder aufmacht und rauskommt. Und die Amaterasu hört dieses Fest und denkt sich, was geht da ab? Ohne mich feiern die oder was? Macht den Felsen ein Stück weit auf und in diesem Augenblick gibt es 2 Götter, die ihr einen Spiegel vors Gesicht halten. Und einer dieser Götter, der den Spiegel gehalten hat, der hinterher dann auch der heilige Spiegel geworden ist, also einer der 3 Kaiserinsignien, der wohnt hier. Einer dieser Götter wohnt hier, ja. Und Amaterasu hat sich dann erschrocken, so, wow, was ist da los? Warum ist da ein Spiegel? Warum sehe ich mich selber? Und dann kam ein anderer Gott, hat sie an der Hand gepackt, rausgezogen und wieder ein anderer hat den Felsen versiegelt, damit sie nicht mehr rein kann. Die Geschichte machen wir irgendwann auch nochmal genauer, aber das ist die Kurzform. Und einer dieser Götter wohnt hier. Außerdem wohnt hier der Gott für das Wasser und noch 2 andere. Also einen Schrein, den ich durch Zufall entdeckt habe, der richtig hochrangig ist. Also die Götter, die hier wohnen, das ist schon wirklich was. Das ist nicht jetzt hier irgendwie so Kindergarten, kleiner Schrein, haha. Nein, das ist wirklich ein richtig heftiger Schrein hier. Einfach durch Zufall entdeckt. Auch wenn er ist verhältnismäßig groß, aber nicht so riesengroß, ne? Und das ist auch sehr interessant, denn es ist im Shintoismus in Japan nicht unbedingt so, dass die Götter, die am wichtigsten sind, auch die größten und prunkvollsten Schreine haben. Nein, ganz im Gegenteil. Es gibt Götter, die sind gar nicht so unfassbar wichtig. Die haben riesige Schreinanlagen. Und es gibt Götter wie die hier, die sind sehr wichtig, aber deren Schreinanlage ist gar nicht so groß. Und das finde ich auch sehr interessant, weil man kennt das ja oft so, ne, aus der katholischen Kirche oder so. Der Petersdom, das sind ja riesige Anlagen, die prunkvoll sind und Wahnsinn, was da geleistet worden ist. Und die Schreine und der Shintoismus, das ist alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, weniger ist mehr, nach dem Motto könnte man vielleicht sagen. Es ist alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht ausgewählter, mehr in der Natur gelegen. Und man merkt, dass die Naturorte wichtiger sind als die Gebäude an sich. Also die Leute kommen hier hin für den Ort, weil sie sagen, im Ort steckt eine Power drin und nicht, weil die Gebäude so besonders sind. Das ist auch noch eine interessante Sache, finde ich. Wie gesagt, wollte ich hier eigentlich gar nicht hin. Ich mache mich jetzt mal weiter. So langsam geht es nämlich schon wieder zurück nach Hause. Aber ein sehr schöner Schrein hier einfach durch Zufall entdeckt. Also es lohnt sich, in Japan einfach mal ein bisschen spazieren zu gehen.
eine Sache, die ich beim Yatagarasu Jinja komplett vergessen hatte, euch zu sagen, ist, dass dieser Rabe auch immer mal wieder in Animes zum Beispiel vorkommt. Im Anime Demon Slayer, also Kimetsu no Yaiba, da gibt's ja auch einen Vogel bzw. einen Raben. Und dieser Rabe, der leitet die Protagonisten, Tanjiro und so, immer zum nächsten Ort, wo es die nächsten Dämonen zu besiegen gibt. Und dieser Rabe ist halt höchstwahrscheinlich die Vorlage dafür, war dieser Yatagarasu, ne? Weil der Yatagarasu halt hat auch den Weg gewiesen. Und der Rabe in Demon Slayer, der weist eben einem auch den Weg. Also es ist interessant, wenn man so japanische Mythologie kann, dann fallen einem viele Parallelen auf, wenn man Animes guckt. Müsst ihr mal drauf achten. Animes sind wirklich sehr oft voll von Mythologie, weil die Japaner einfach ihre Umwelt nehmen. Genauso wie bei Spielen. The Legend of Zelda ist auch voll mit Mythologie und voll mit japanischer Natur und japanischen Dingen, die einem gar nicht auffallen, wenn man japanische Kultur und das alles gar nicht kennt. Deswegen müsst ihr mal drauf achten, in Spielen und Animes, das ist wirklich voll mit sowas. Und der Schrein im Übrigen, der Yatagarasu Jinja, der wurde 705 gegründet. Das habe ich auch noch vergessen, euch zu sagen. So, da vorne ist noch ein kleiner Schrein. Ich glaube, den gucken wir uns noch an und dann mache ich mich auf den Weg nach Hause. Da war ich jetzt im Sumisaka Jinja, heißt der hier. Ich habe versucht, das zu lesen, wie der entstanden ist und so, konnte aber jedoch nicht alles herausbekommen. Das, was ich herausbekommen konnte und was da stand, war, irgendein Tenno war krank, hatte einen richtig heftigen Fiebertraum und in diesem Fiebertraum erschienen Götter, die ihm gesagt haben, du musst für die Sumisaka Okami, also das sind irgendwie 6 Götter, die darunter fallen, unter anderem auch Izanami und der Takamaichiko-Gott, in dem wir waren während des Marathons. Und die nennt man irgendwie Sumisaka Okami und der Tenno hat im Traum halt von Göttern gesagt bekommen, bau für die einen Schrein. Und so ist das Ding hier entstanden anscheinend. Ist ein sehr interessanter Schrein. Es gab auch Yamato no Mizu war da, stand da. Und das ist Wasser, was hier aus der Region kommt, was wohl die Leute schon seit Jahrhunderten irgendwie trinken und was ihnen hilft. Das hat man übrigens auch oft in Schreinen, dass dort Wasser ist, was man dann auch probieren kann. Hier war ich mir jetzt nicht sicher, weil da stand nicht, dass man es trinken kann oder so. Deswegen war ich da lieber vorsichtig. Aber das gibt's in vielen Schreinen eben, dass man das dann auch trinken kann und dass das besonders mit Mineralien dann eben voll ist, weil es aus dem Berg kommt und alles. Also das gibt's durchaus schon mal öfter. Ja, war auf jeden Fall ein sehr schöner letzter Schrein, würde ich sagen. Da hinten irgendwo im Hintergrund, da befindet sich jetzt der Bahnhof und ich mache mich 1,5 Stunden auf den Weg nach Hause zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war eine schöne kleine Reise durch das ländliche Nara mal wieder für euch. Wir haben 3 Schreine entdeckt, die, wie ich finde, alle ihre eigene mystische Anziehungskraft haben und die alle irgendwie, ja, schön waren. Also mir hat's gefallen. Ich bin vollends zufrieden mit dem Trip. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen und ich kann es nicht oft genug sagen, aber diese ländlichen Regionen hier in Japan, dieses Traditionelle, diese Schreine, die Felder, allein hier die Gestaltung mit der Brücke, die wir im Hintergrund haben, ich liebe das einfach. Ich liebe das wirklich und ich bin so dankbar, dass ich das hier erleben darf, dass ich immer hier sein darf, dass ich für euch die Videos machen darf. Jedes Mal aufs Neue wird mir das bewusst, wenn ich diese Videos hier mache, hier rumlaufe und einfach diese Schönheit und diese Orte sehe. Also vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung, die ihr mir immer entgegenbringt. Es ist nicht selbstverständlich und das weiß ich auch. Vielen, vielen Dank. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Schaut gerne in die Videobeschreibung, da gibt es noch ein paar Links, über die ihr mich unterstützen könnt. Und ansonsten würde ich sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Wünsche euch soweit erstmal alles Gute und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal sehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.